Willkommen zurück zu einer weiteren Folge Assassin's Creed Mirage. So, wir wollen jetzt nochmal gucken, ob wir hier Enkidu nochmal losschicken können. Vielleicht von der anderen Seite. Enkidu wegen eines Schützens im Gebiet nicht verfügbar. Ja, wir gehen mal ein Stück weg. Ach, der soll sich nicht so anstellen, der blöde Papagei. Was ist denn das für ein Adler? Steht gar nicht für Männlichkeit. Aha. So, dann bleiben wir nämlich ein Stück weit weg. Hier können wir schon mal markieren. Der ist zu weit weg. Hier ist ein Schlüssel, eine Wache. Oh, das ist eine rote Wache. Verzeih mir, Enkidu. Ich war unachtsam. Nein, gar nicht. Ich wusste ja, dass er da war. War pure Absicht. Vorsatz war das. Ich habe meinen Vogel vorsätzlich in Gefahr gebracht. So, vielleicht ein bisschen unauffälliger. Wir gehen aufrecht. So, jetzt wollen wir mal gucken, wie kommen wir hier am besten rein. Müssen wir halt mit dem Adlerauge ein bisschen mehr arbeiten. Darf ich hier noch hin? Das geht nicht. Ich habe hier ein Buchmeeting hier mit meinen Freunden. Und habt ihr das Buch schon gelesen? Naja, es heißt, tötet es den Orden. Okay, wir gehen mal weg aus der Gruppe. Na, unbedingt will, dass wir gehen. Das geht nicht. Hier wäre ein Loch. Würden die da hinten das sehen, wenn er einen Unfall... Aber würden die das sehen? Warte mal. So direkt vor seinen Augen. Was war das? Was ist das denn für ein komisches Geräusch? Wie kommt sowas denn zustande? Komm rein hier, mach's dir bequem. Oh, du männlicher Mann, du. So. Weitermachen. Weitermachen. Vielleicht habe ich mir das falsche Loch ausgesucht. Hey, das ist nah genug. Ja, kommst du raus? Zeug. Okay, schade. Die können hier nicht durchgucken. Komm wieder. Was ist denn euer Problem? Das geht nicht. Mein Enkidu hat kein Guthaben mehr, weißt du? Und ich bin hier verabredet. Ja. Ich kann mir keine Enkidu-Flat leisten. Okay, das sehen die schon als Bedrohung. Ich darf nicht mal das Schiff betreten. Was sind das, Tiger? Herzlich willkommen zur Neueröffnung des Streichelzoos in Bagdad. Heute... Oh. Das habe ich ja verkackt. Heute zu streicheln haben wir ein paar liebreißende Kätzchen dabei. Ja, damit ist der Streichelzoo offiziell eröffnet. Ich hoffe, ihr habt viel Spaß. Sind das nicht ein paar liebreizende Kätzchen? Oh, die Armen. Die werden regelrecht hingerichtet, ne? Ich hab die Katze vergiftet. Oh mein Gott, das tut mir leid. Ich dachte, das wäre der Dicke. Also der Johann, weißt du? Jetzt habe ich... Oh nein, jetzt habe ich die Katze vergiftet. Oh, und die war auf meiner Seite. Oder ein Puma oder was das da war, ne? Aber... Ach, scheiße.
Oh, jetzt habe ich das... Jetzt habe ich die arme Katze getroffen. Oh, das tut mir so leid. Das war aber wirklich keine Absicht. Oh, ist das ärgerlich. Kann ich eigentlich den ins Wasser ziehen? Das wäre vielleicht nicht der richtige Ort, um das auszuprobieren, ne? Ich hab da nicht so wirklich Glück bei, ne? Uha! Falsche Richtung. Da ist ein großer, da will ich auch nicht hin. Kann ich hier rein? Nein, seh nicht überall nach. Das war knapp. Gottes Willen, war das brutal. Okay. Das haben wir, denke ich, relativ unauffällig hingekriegt, ne? Oh nein. Ich werde noch gesucht. Aber hier kommt keiner mehr rüber. Jetzt haben wir aber hier den Bogenschützen weg, ne? Können Enkidu aber trotzdem nicht nehmen. Aber weg. Oh nein. Ich würde gern wissen, wo der Hafenmeister denn ist. Was erblicken meine Augen denn da? Ein Piratenschatz. Finde den Schlüssel für die Truhe. Das ist ein Witz. Echt jetzt? Und ich kann das nicht... Okay, das wird dann wahrscheinlich der Typ sein, den ich mit dem Schlüssel schon gespottet hatte. So, was haben wir hier Feines? Drei Dier haben. Ich könnte jetzt hinten von der Kiste, das mache ich auch. Hier war doch noch eine Kiste mit Hilfsmitteln, ne? Schon mal ein Wurfmesser wieder. So, eine kleine Abkühlung. Käfig öffnen.
Ist das ein Dirham? Okay. Geöffneter als offen geht nicht. Glaube ich, würde hier einmal. Hier können wir das ausprobieren. Das funktioniert ja wunderbar. Ich hoffe, er hat den Schlüssel nicht gehabt. Okay, geht das mit ihm auch, wenn er mich schon gesehen hat? Nein. Schade, aber es ist möglich. Ich konnte nicht mal blocken. Jetzt machst du dir ins Hemd, hä? Aufpassen, Basim. So, die beiden haben wir auch. Alter, wir gehen hier richtig draufgängerisch diesmal vor, ne? Ich würde eigentlich lieber so ein bisschen undercover durchgehen. Krieg ich nicht hin. Aber. So, es geht in die zweite Runde des Streichelzoos von Bagdad. Oh, der verbrennt die Katzen einfach. Alter, was ein Tierquäler. What the fuck? Besser, er findet mich nicht. Hier bist du nicht. Schade, es wäre auch witzig gewesen, wenn er betäubt ins Wasser gefallen wäre und dann quasi elendig ertrunken. Er hätte ihn auf jeden Fall, also es wäre ihm recht geschehen, ne? Scheiß Tierquäler. Er hat die einfach abgefackelt. Also richtig mies. Aber die sind auch nicht vorgelaufen. Ich habe gedacht, die pirschen denn hier überall rum. Die kommen in die Richtung. Lausiges Artefakt und niemand kann es finden. Dumme Hunde. Das mag meinen Tod bedeuten, aber die erwischt es zuerst. Man sieht sich immer zweimal. Sei unbesorgt, wir würden nicht nachlässig. Hey, was war das? Komm doch mal richtig ran hier am Zaun. Wo kam das denn her? Sag bloß, der hält Sicherheitsabstand. Zieht die Waffen, wir haben Gesellschaft. Ist das ein Baby? Was ist das für ein Hafen? So, diesmal gehen wir auf Nummer sicher. Den und dann den. Los geht's.
wie er jetzt nochmal so einen Blick gemacht hat. Okay, der eine da hinten hat überlebt, aber den konnten wir jetzt nicht noch mitmachen. Warum in die Richtung? Es gab keinen Grund, aber es musste sein. So, was haben wir denn hier noch Cooles? Hier gibt es bestimmt noch Kisten und sowas, ne? Ei. Und mir fehlt noch der Schlüssel für die andere Truhe. Damit ich mehr Fähigkeiten freischalten kann. Und die hat der da hinten, ja? Also die Truhe, die gönnen wir uns auf jeden Fall. So. Habe ich gerade eine Katze geschlagen? Oh, das tut mir leid. Habe ich die befreit? Waren die da drin? Waren die da drin oder standen die hier nur in der Ecke? Oh, die armen Katzen. Ich meine, also heute habe ich es irgendwie mit den Katzen, ne? Ob es Raubkatzen oder Hauskatzen sind. Hier, komm mal her, das tut mir leid. Ja, das tut mir leid. Ich wollte dir nicht wehtun. Ich bin kein Tierquäler. So. Oh, sie schläft. Süß. Also nicht, dass man jetzt hier falsch von mir denkt oder sowas. Ich hab nichts gegen Katzen. Ja, ich mag Katzen. Ich weiß auch nicht, wie das passieren konnte, dass ich eine Großkatze töte und ein paar kleine Katzen schlage. Die sind nicht länger eine Gefahr. Flieg, wie es dir gefällt. Jetzt brauche ich den auch nicht mehr. So. Geh auf Erkundung. Es hätte noch so ein Buch. Wenn du mal die stören mich zwar nicht, aber so, warte, das geht ja nur mit dem Messer. Das Seil hat wohl die besten Jahre hinter sich gehabt. Da wurde wohl lange keine Wartung mehr an dem Kran durchgeführt. So, Flaschenzug. Ich möchte lieber den da eliminieren. Oh, hier drunter könnte einer sein. Das ist offen. Also die ersten beiden gehen voll normal. Der nächste. Absolut in Alarmbereitschaft. Was war das? Hier ist jemand. Waffen bereithalten. Kein Grund, sich aufzuregen. Aha. So. Der kann die wecken? Okay, jetzt habe ich leider keine Wurfmesser mehr. Ach, schade.
gib mir Kraft! Okay, damit haben wir den großen und noch einen von den kleineren. Ah, Wurfmesser können wir wieder kaufen, die kosten ja nichts, ne? Wir sammeln ja zwischendurch auch ein bisschen. Ich plündere hier ganz in Ruhe. Und bin damit verloren gegangen. Die suchen dahinter. Du räumst hier erstmal alles aus, weil es alles, was sie haben. Adia haben, Knochenwürfel. Die haben schon nicht viel, aber das, was sie haben, das nimmst du denen einfach. So, und der eine hat einen Schlüssel. Darf ich hier auch nicht hin? Doch, ich darf hier hin. Hey! Hey! Das ist nah genug! Ja, warte mal einen kleinen Moment. Du bist ja hier hergekommen. Das heißt, du kommst auch hier wieder zurück, ne? Hier ist auch noch eine Kiste. Oh, bitte, ich will jetzt nicht, dass ich ein Wurfmesser brauche. So. Einmal aufschließen. Kiste, Kiste, Kiste. Ja, ich finde einen Schlüssel für die Kiste. Entschuldigung? Darf ich mir Ihren Schlüssel ausleihen? Dankeschön. Ach Quatsch. Nicht jetzt. Das war doch nur ich. Das Böse geht um, also bitte. Nur weil du hier Mord begehst, bist du doch nicht böse. So, Bauteile und... Zählt der Schlüssel noch oder muss ich einen neuen suchen? Stünden hier. In 14 Metern ist hier noch so ein Buchsymbol. Was ist, ich habe ganz vergessen, was war denn das? Ich kriege die Tür wahrscheinlich eh nicht auf. Hier musst du durchwerfen, ich habe kein Messer mehr, ne? Nee. Musst du nicht durchwerfen? War da eine Leiter unten? Okay, hier geht's nicht rein. Ich habe doch keine Treppe. Kann ich das kaputt machen? Aha. Ja, na gut. Habe ich leider nicht mehr. Können wir das nicht aufmachen? Hey, was? Was? Nix. Mach, dass du wegkommst. Jawohl, Sir. Alles, was Sie sagen, Sir. Nichts macht mich glücklicher, als sie glücklich zu sehen, Sir. So, zählt der Schlüssel jetzt noch für die Kiste da hinten oder muss ich noch einen finden? Gute Frage, ne? Was siehst du? Wir haben hier noch eine Kiste drin. Ah,
Waffenlager, aber wir haben hier keinen weiteren Schlüssel. Auch nicht an der Kiste, ne? Vielleicht einer der Soldaten, die wir getötet haben? Ist hier auch nichts, wo wir was rausnehmen können? Hier sind auch noch zwei Kisten. Okay, die Tür ist zu. Von der anderen Seite verriegelt. Lass mich raten. Ich bräuchte ein Messer. Zum Werfen. Ah, nein. Okay, und hier ist auch nichts mehr drin, ne? Nee. Wir können ja mal gucken, ob in dem Innenhof, ob da noch irgendwo eine Kiste mit Hilfsmitteln ist. Ah, wunderbar. Zwei Messer. Oh, das dürfte erstmal reichen. Okay, er hat auch keinen Schlüssel. Oh, die Katzen sind wieder da. So. So, dann können wir jetzt einmal außen rum. Oder oben drüber. Können wir hier oben gleich mal die schwarzen Tonkrüge noch kaputt machen? Weil da ist ja auch manchmal was drin, ne? Katzen zum Beispiel. Die man aus Versehen direkt mit Messer oder mit Schwert schlägt. Tagebuch ohne Unterschrift. Verdammte nutzlose Köter. Ist sein Lieblingssatz. Alle fürchten ihn, aber ich nicht. Er tut nichts weiter, als zu brüllen und uns zu bedrohen. Ja, er kann mich nur mit seinen Handgelenken töten, aber das macht ihn nicht besser als uns. Er nennt uns Hunde, aber er ist der größte Köter von allen. Er verehrt und folgt nur einem. Wenn das kein hündisches Verhalten ist, dann weiß ich auch nicht. Ist jemand mit dem Vorgesetzten unzufrieden? Okay, das haben wir ja gerade gelesen. Da ist jemand mit seinem Chef nicht ganz konform, würde ich sagen. So, hier noch einmal die schwarzen Krüge. Okay. War hier nicht was? Einsammeln. Ah. Die haben. Okay, dann können wir hier drüben noch einmal rein. Irgendwo sicher. Hier nicht. Moin, Meisters. Einfach hier so rumlaufen. Das hat ihn gar nicht interessiert, dass ich hier war. So. Da kommen wir auch nicht rein. Dann müssen wir wohl von drüben reingehen. Hm.
keine begehbaren Türen. Ah. Da ist eine begehbare Tür. So. Das können wir einsammeln. War ich hier schon drin? Hm? Liegt das im Bereich des Möglichen? Wo ist sie hin? Oh nein. Nicht schon wieder. Schläfst du noch? Die schläft, oder? Katzen schlafen immer so. Ich hab mal in der Dokumentation über Katzen gesehen, dass Katzen immer so liegen, wenn sie schlafen. Immer. Oh nein, nein, nein. Guck dir das nicht an. Komm her, ich bin ein guter Mann. Ja, gute Katze. Hoppala. Das galt nicht dir. Ich wollte nur gucken, ob ich den Kadaver da wegmachen kann. Das tut mir so leid. Jetzt habe ich schon wieder eine Katze getötet. Da sie das Artefakt verloren haben, müssen sie jetzt bei der Auktion darauf bieten. Das haben wir schon gelesen gehabt. Das ist die Werbung für die große Auktion. Ey, das tut mir wirklich voll leid mit der Katze, ne? Damit habe ich jetzt eine Katze mit einem Schwert geschlagen, eine Großkatze getötet, aus Versehen, indem ich sie vergiftet habe. Ein paar andere habe ich so einen Verrückten mit Flammenwerfer geopfert. Großkatzen. Und jetzt habe ich auch noch eine Katze geschlachtet. Das tut mir irgendwie... Also, ja, ich muss ein bisschen lachen, aber... Es tut mir schon leid, irgendwie, ne? Also... Ich werde für sie beten heute Abend, ne? Und ich denke mal, dann sind wir auch wieder cool. Ja, das wird der Katze gefallen. Wenn ich für sie bete, dann sind wir wieder Freunde. Dann nimmt sie mir das gar nicht so übel. Aber hier ist es doch... Drüben ist ja noch eine Kiste. In dem Haus hier. Und ich dachte, hier zwischen ist vielleicht ein Zugang, dass man da reinkommt. Kriegst nur die haben hier raus, ne? Hm. Ach, warum denn? Nein, da war ich zu spät. Es geht doch. Ja, hat auch keiner gesehen. Ich bin nicht mal kriminell. Aber wie komme ich da rein? Jage ich hier die ganze Zeit ein Phantom? Ist gar keine Kiste mehr. Ja. Reden wir einfach nicht drüber. So, dann können wir nochmal rüber hier zum Buch gehen. Die armen Katzen. Ich komme da gar nicht drüber hinweg. Zurück! Verschwinde! Ja. Ach, die armen Katzen, ey. Es tut mir echt so leid, dass ich die aus Versehen geschlachtet. Also vor allem die eine. Es wird mich noch mindestens 10 Minuten begleiten.
Ach, da ist das Fenster. So. So, Hilfsmittel aufgebraucht. Ich hoffe, das hat sich gelohnt. Jetzt gehen wir hier einmal wieder rum. Wieso kann ich die Tür nicht nehmen vom Treppenhaus? Wie nett, dich blicken zu lassen. Ein verlorenes Buch. Oh, das gibt Fertigkeitspunkte. Dann nehme ich die Bücher doch auch mit. Das für die eine Quest, ne? Von diesem Büchersammler wahrscheinlich. Fertigkeiten. Nehmen wir gleich mit. Hopsala. Oh. Die Arme ist total deprimiert, weil die Wachen also Besseres zu tun haben, als da 8 Stunden eine verlorene Geldbörse zu suchen. Man muss halt schon auf seine Wertsachen aufpassen, ne? Vor allem, wenn sie nur in so einem kleinen Stoffbeutel drin sind. Sogar nicht, was die sich aufregt, da war doch eh nicht viel drin. So. Schauen wir mal, ob das reicht für die nächste Fertigkeitsstufe für mein Dolch. Seid ihr um ihr Wohlergehen bemüht? Der Kalif empfiehlt, das neue Werk des Scheich Arasi zur Kinderheilkunde. Ich muss hier hinten hin. Ah, kehre zu Kong zurück, ja klar. So, keine neuen Aufträge, aber ich möchte gerne mal gucken, ob wir jetzt nochmal den Dolch aufwerten können. Das könnte vielleicht nützlich sein. So. Aha. Ich wollte gerade sagen, was ist denn hier los? Sei gegrüßt. Willkommen, willkommen. So, verbessern. Vielleicht könnten deine Fähigkeiten hier nützen. Sei mein Gast. Scheiße, es reicht nicht, ne? Mir fehlen immer noch Bauteile. Was haben wir denn? Giftspritze, schwere Klinge. Na gut. Dann war's das, mein Freund. Bemerkenswert. Meinen größten Dank. Leb wohl. Dankeschön. Ja, du auch. Lebe wohl. Und in Frieden. So. Jetzt haben wir ja 500 Meter vor uns. Und kein Schnellreisepunkt. Ah, wir könnten hier hin. Sind wir zumindest dichter dran, ne? Brauchen wir nicht ganz so lange laufen. Aber wir brauchen noch Kisten. Kistenbauteile. Aber ich sehe gerade, unsere Zeit für heute ist leider schon vorbei. Wenn ihr mehr davon sehen wollt, schaltet doch morgen gerne wieder ein. Dann geht's weiter. Wir sehen uns morgen wieder. Ich würde mich auf jeden Fall freuen, wenn ihr dabei seid. Bis dann, macht's gut. Ciao.